Hallo, ich bin Klaus Angerhofer, Trainer für Preisverhandlungen. Und in diesem Video geht es darum, im Kopf deines Gegenübers eine Nachricht zu verankern. Sicher hast du schon mal Nachbars Waldi beobachtet, wie er markiert. Hunde sind intelligente Tiere, aber hier geht es rein um Emotionen. Schnüffeln, Beinchen heben, ein paar Tropfen und weiter geht's. Also der Reihe nach. Der Hund erkennt markante Orte, an denen andere Hunde eine Nachricht hinterlassen haben. Er schnüffelt und erkennt, wer da war und das Revier für sich reklamiert. Und an der Höhe, wo markiert wurde, erkennt er, wie groß und furchteinflößend der Gegner wohl sein mag. Gleich vorweg, du musst nicht Tee trinken, um den Besprechungsraum zu markieren. Aber rein optisch kannst du schon mal unterschiedliche Anker setzen, zum Beispiel weltmännisch, mit Bildern und einem Globus am Schreibtisch. Und du kannst hinter dem Schreibtisch warten oder deinem Gegenüber entgegenkommen. Im Gespräch wird es zuerst immer Smalltalk geben. Und wenn es zum Preis kommt, werden die Karten nochmal neu gemischt. Es gilt nochmals, der erste Eindruck zählt. Du kennst also nun, wo die Bäume stehen und kannst dein Beinchen heben. Und zwar bitte so hoch als möglich. Sag ganz klar, was du willst. Am Anfang einer Verhandlung wird dir zugehört. 80% deiner Verhandlungen gewinnst du in den ersten 60 Sekunden. Danach wird es viel, viel schwerer. Daher mein Tipp, schreib dir Wort für Wort auf, was du in der ersten Minute sagen willst. Keine Stichworte, ganze Sätze. So wie du sie natürlich sprichst. Übe das vor dem Spiegel mit Freunden und Kollegen, bis es sitzt. Denn du wirst keine zweite Chance haben, an diesem Baum neu zu markieren. Probier es aus und sag mir, wie es funktioniert. Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Auf meiner Homepage findest du noch viele weitere Kurzvideos mit Tipps.